Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Kasumi will sich mit mir treffen. Mal wieder. Aber trink ihn, bevor er kalt wird, okay? Die Temperatur wirkt sich auf den Geschmack aus. Genieße erstmal den Kaffee vom Boss. Die Nachricht läuft uns ja nicht davon. Nein, ich will den anderen nicht von dem Ziel im Moment los. Nein! Ahn! Bald stärker werden. Das können wir gar nicht, oder? So. Sorgfältig eine Brille für ihren Vater ausgewählt. Warte, was steht denn jetzt? Warte mal, was steht bei dem anderen? Was steht hier jetzt zum Beispiel? Warte. Wie sehen deine Pläne aus? Hier steht gar nichts drin, das heißt. Weiß nicht, kann man das hier steigern? Das ist die richtige Einstellung, wir gehen trainieren zu den Schlagkäfigen. Wir treffen uns dort, das wird lustig, versprochen. Ich glaube, eigentlich kannst du doch gar nicht steigern jetzt, oder? Nein, Baseball-Zentrum hast du mich wohl nicht erwartet, hä? Das ist eine Überraschung, ja. Dachte ich mir, aber ich bin froh, dass du für mich da bist. Baseball trainiert deine Reflexe, dein dynamisches Sehen und verbessert deine Haltung. Und das sind auch wichtige Elemente bei der Gymnastik. Es klingt alles ziemlich plausibel, oder? Eigentlich wollte ich nur herkommen. Ehrlich gesagt wollte ich, dass du siehst, wie ich einen Home Run schlage. Als ich klein war, hat mein Vater mich auf den Schlagkäfige mitgenommen. Die anderen Kinder hatten Angst davor, von den Bällen getroffen zu werden, aber ich habe es geliebt. Ich dachte immer, egal wie schnell sie sind, ich schieße sie bis ins Universum. So wie ich beim letzten Mal. Ich dachte, wenn ich mich in dieser Zeit zurückversetze, könnte ich vielleicht meinen Mut wiederfinden. Was glaubst du? Das könnte funktionieren, oder? Das ist eine gute Idee. Oder ich glaube, das hilft. Gut, das nächste schlägt Kasumi Yoshizawa. Jetzt bin ich dran. Komm schon. Waren die schon immer so schnell? Gäh? Sag ich doch. Den nächsten krieg ich. Hä? Aufwärmen beendet. Ab jetzt geht es nur noch um die Home Runs. Huh? Was zum. Tut mir leid, ich wusste, dass ich eingerostet bin, aber dass ich keinen einzigen Ball treffe. Ich sehe die Bälle nicht und zucke dauernd zusammen. Das hatte ich so nicht erwartet. Du hast recht, ich versuche es noch ein letztes Mal. Bleib ruhig, keine Angst, Augen auf den Ball. Los geht's. Komm schon. Was? Ich habe es geschafft. Ich habe den Ball getroffen. Ohne deine Ermutigung hätte ich das nie geschafft. Bis jetzt habe ich immer nur für mich trainiert. Ich wollte einen guten Eindruck machen. Aber seit ich Zeit mit dir verbringe, möchte ich den Erwartungen entsprechen. Das Gefühl hat mir dabei geholfen, mich viel stärker zu fühlen. Ich habe ganz vergessen, wie es sich anfühlt, für jemand anderen so hart zu arbeiten. Thank you so much. Genau, vielen Dank. Wenn ich dich kennengelernt habe, entdecke ich immer wieder neue Seiten an mir. Aber ich fühle, wie mein Selbstbewusstsein langsam zurückkommt. Oh ja, ich fühle mich in letzter Zeit viel lockerer und habe mehr Energie. Ich bin nicht ganz auf den alten Stand, aber sogar meine Noten sind besser geworden. Ich muss denen immer noch zeigen, was ich kann. Diesmal musst du nicht mit ansehen, wie ich mit einem Schläger rumfummel. Ich zeig dir mein neues Turnen. Ich höre, wie Kasumi mir sehr vertraut. I am thou. Thou art I. Oh, wir haben es geschafft. Thou hast birthed a bond clad in the heart's strength. This union, born and embraced by will unyielding, shall become the balefire that lights thy path. Thou hast gained a glimpse of the faith's truth, granting thee further power to tread the abyss. Hm.
Max. Also Maxima. Deine Glaubensvertraute hat den maximalen Rang erreicht. Du hältst jetzt mehr eben. Es gibt auch noch eine Menge zu treffen. Ich glaube, du bist dran. Hau alles rein. Klein auf den Mond. Ich habe es in einem Kampf mit Kasumi rausgeschwitzt. Oh, sorry, ich muss gehen. Vielen Dank für heute. Oder kann es sein, dass man die gar nicht romancen kann, weil die hat ja so wenig Ränge, weißt du? Die hat ja nur 5 Ränge, die anderen haben ja nur 10. Kann es sein, dass man die gar nicht romancen kann? Mia, vielen Dank, dass du heute mitgekommen bist. Ich habe schon lange keine Schläger mehr geschwungen, meine Arme fühlen sich komisch an. Ich hatte gehofft, einen richtigen Homerun hinzulegen, aber jetzt bin ich froh, den Ball getroffen zu haben. Es macht Spaß, andere Sportarten neben dem Turnen ausprobieren. Wolltest du sonst noch was machen? Stimmt, super Ganzkörpertraining. Damit kann man seine Muskeln ausgeglichen in Form bringen. Außerdem schont es Muskeln und Gelenke und wirkt sich positiv auf die Funktion von Herz und Lunge aus. Vielleicht können wir nächstes Mal hingehen. Warte mal, habe ich überhaupt einen Badeanzug? Ich glaube, ich habe nur Turnanzüge. Ich habe eine Bitte. Kann ich dich ab jetzt bitten, bei meinen weiteren Sachen mitzumachen? Wenn du dabei bist, fühle ich mich einfach wesentlich fähiger. Wenn du wieder trainieren oder einfach nur reden willst, melde dich bitte einfach bei mir. Okay, ich will dich nicht weiter aufhalten. Das heißt, die wird uns gar nicht mehr anschreiben, wir müssen sie anschreiben. Okay. Oder halt, Agira. Nein, kein Hauswirtschaftsdienst. Okay, komm, wir müssen dieses Scheißspiel jetzt schaffen. Was? Halt, besonderes Geschenk für Persona 5 Speicherstand. Ach, jetzt bekomme ich's! Das stand am Anfang dran, dass ich da nachgucken soll. Hey, wie? Ist jetzt gerade ein Tag vergangen, weil ich in die Kiste geschaut habe? Oder bilde ich mir das gerade ein? Nein, keine DVD. Ja, das ist sowieso keine. Ey, dieses Spiel regt mir auf. Das Gamla Goemon, ey. Ey, Yusuke, deine Person hat echt ein Scheißspiel. Weißt du was? Gerade. Mir reicht's. So. Du hast richtig geraten. Gerade. Nein! Gerade. Ist jetzt alles auf gerade. Fick dich doch! Warum? Kommt jetzt aber ungerade! Dieser Jingle regt mich so auf. Schlimmer als die Mafia. Ja, gewisse Hinsicht. Ja, solltest du den anderen nicht von diesem Team nehmen. Also, nö, soll ich nicht. Okay. Dann machen wir später. Ich muss erstmal meinen Charme steigern, damit ich mit Makoto abhängen kann. So, warte mal, wird die jetzt Kasumi mir wirklich jetzt auf der Karte angezeigt? Tatsächlich, ja. Yuji. Akemi. Makoto kann man nicht steigern. Also Kasumi ist wirklich auf der Karte. Das heißt, man kann einfach sie ansprechen, wie es scheint. What do you want to do? Oh, thank God. Ich weiß nicht, ich muss das weiter. Oh, hi. What a coincidence. Du arbeitest also hier. Ein bekanntes Gesicht und andere Kleidung ist doch raus erfrischend. Ich habe was über dich gelernt. Nun dann, ich sehe dich an der Kasse. Irgendwie kann ich nie widerstehen, Yagariko zu kaufen. Ich werde es genießen. Na gut, übernimm dich nicht. Werde ich schon nicht. Du bist nett, dass du dich Sorgen machst. Wie geht's Futaba? Ich mach mir Sorgen um sie.
Alter, hier geht's nicht um normales Verschlafen oder so. Unsere Deadline ist morgen. Wenn Futaba bis dahin nicht wach ist. Aber kann sie überhaupt was machen, wenn sie aufwacht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jedenfalls haben wir keine andere Wahl, als ihr zu vertrauen. Ja, wenn sie die ganze Zeit verschläft, hat sie dann noch einen total langen Traum? Man sagt ja, dass Träume das Sortieren von Erinnerungen sind. Sie braucht jedenfalls viel Zeit, um mit ihrer Vergangenheit klarzukommen. Ihre Vergangenheit, glaubst du echt, dass sie gerade mit dem ganzen Scheiß kämpft? Wenn das so ist, braucht sie sicher noch viel mehr Zeit dafür. Aber wenn man bedenkt, wie sie uns um den Finger gewickelt hat, ich glaube, sie kriegt das hin. Ja, stimmt. Naja, ruf uns an, wenn sich was ändert. Wir verlassen uns auf dich. Ach, Akechi. Hey, komm mal im Laden vorbei, wenn du kannst. Okay, beeil dich. Ja. Egal wie das Wasser draußen ist, die Klimaanlage muss laufen, damit die Ware tiptop bleibt. Wenn es dir zu kalt ist, zieh deine Jacke über kleiner. Du bist wegen meiner Nachricht hier, oder? Ich habe da einen Job für dich. Keine Sorge, es ist nicht schwierig. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Wieso die Ware wird bald stärker? Was ist nun, willst du? Ja. Ich treffe mich gleich mit einem Typen im Diner. Ich will, dass du in unserer Nähe sitzt. Ruf mich an, wenn ich dir das Signal gebe. Ich werde husten, okay? Komm, gehen wir. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Ein Diner, ja? Ich dachte, in solchen Läden kommen nur alte Säcke. Du hast dich echt verändert, Mona-san. Ey, nichts gegen den Laden. Er ist echt ganz okay und billig. Hä? Und das sagt der Typ, der 50 Leute von der befeindeten Gang vermöbelt hat? Übertreib mal nicht. Aber worüber wolltest du reden? Ja. Oh, ja klar. Wie geht es zu, das an? Wie immer, warum? Ach, nichts. Hab ihn nur neulich gesehen. Warte mal, habt ihr zwei nicht jeden Kontakt eingestellt, als du die Familie verlassen hast? Warum fragst du jetzt nach ihm? Ich meine, wir waren beide jung. Ist vielleicht Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Und ich kann ihn schlecht einfach anquatschen. Ah, verstehe. Du versuchst immer noch den alten Ehrenkodex aufrechtzuerhalten, ja? Okay, ich sag ihm, dass du dich mit ihm treffen willst. Nein, du Idiot. Ich will nur zur selben Zeit am selben Ort sein. Es soll aussehen wie ein Zufall. Dann wäre Shibaura vielleicht eine Option. Wir überlegen, da alles umzubauen. Shibaura. Oder Shibaura. Was tust? Vielleicht rufe ich ihn an. Bist du krank oder so? Nee, nur eine Erkältung. Hallo? Ja, wie geht's? Was? Deine Bestellung ist falsch? Mein Fehler. Ich kümmere mich sofort darum. Sorry. Tut mir leid, ich muss los. Die Arbeit. Wir unterhalten uns von anders, okay? Bis dann. Hey. Leg nicht auf. Masa ist doch am Telefon, oder? Sei einfach still, damit ich höre, was er sagt. Tsuda-san, hier ist Masa. Eva hat nach dir gefragt, aber ich habe genau gemacht, was du gesagt hast. Was guckst du so blöd? Nee, nichts. Irgendein blöder Teenager starrt mich doof an. Jedenfalls hat Eva wohl voll von deinem Deal gehört und will dir jetzt Kohle rausleiern. Oh, tut mir leid. Nein, es... Ja, tut mir leid. Ja, verstanden. Ein Deal. Ich denke, es würde da irgendwas Komisches laufen. Ach so, das ist Masa. Nur ein Bekannter, kein sonderlich guter, aber. Jedenfalls hatte ich nicht viel von dir erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Aber du könntest tatsächlich nützlich sein. Ich verlasse mich auf dich, Kleiner. Übrigens, der Ball vertieft sich. Alright. Gute Arbeit heute. Bestell dir zur Belohnung was Schönes. Ach, und nimm die Quittung mit, damit ich dir das Geld geben kann. Also bis dann. Ach, das Können verbessert sich dadurch. Okay. Morgen ist es soweit, oder? Tun die Phantomleben überhaupt irgendwas? Was machen wir denn jetzt? Ich hätte den Phantomleben niemals vertrauen dürfen. Was wird morgen nur passieren?
Heute soll ein Madchat doch ihren Angriff starten, oder? Fest dagegen können die Phantomdiener nichts tun. Madchat müssen sie einfach überfordern. Die Aktien fallen schon wieder in den Keller. Vielleicht bestand der wahre Plan von Madchat darin. Isn't today our deadline for dealing with Medjet? Futaba is still asleep too. This won't be good. Hey. Same as always. Today is the day Wakaba passed. I do this every year. Here, I've got a cup for you too. Taba reminds me so much of her mother. She's a smart girl. Doesn't just go with the flow either. Wakaba, your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? That reminds me. You saw me talking to that prosecutor. I mean, that woman in the suit, right? I remember you were real bothered by it. She might come back. So I guess I should tell you about it. That woman was trying to get information on Wakaba's research out of me. That's what we heard in the palace. You don't need to know what the research was about. Just know there was some trouble around it. Obviously, Wakaba got dragged into that as well. Now, they ruled her death a suicide. And I've got my doubts. Doubts? Could she have been killed? Supposedly, there were people who wanted to take her research and use it for their own benefit. Don't get me wrong, though. I don't have a lick of evidence. That's why I haven't told Futaba any of this. I don't want to cause her any more trouble. It sounded like she had suspicions of her own based on what she said in the palace. Still, there's one thing I regret. It was right before Wakaba died. She told me, I think I might die. I brushed it off, thinking it was just a joke. But if I had just taken her seriously... That's another reason I took Futaba in. She went through such horrible things. Those heartless adults just yelled at the poor girl. Hey, how do you heal emotional scars? Of course, sir. Sorry. Futaba! Oh! It's cold. Huh? You can't sell this. Never mind that, but how did you get here? I walked. You're okay? Was that bad? That's not it. I'm just shocked to see you out of the house. I'm sorry I worried you. It's all right. By the way, what's the date today? It's the 21st. I feel like I'm forgetting something. Oh, that's it. Let's take care of it now. Come. Offenbar funktionieren einige Geldautomaten nicht mehr. Ich habe gehört, jemand hat in das System eingegriffen. War das Madchat? Nein, das kann nicht sein. Was macht die Polizei überhaupt? Die sind so inkompetent. Nicht mal die Phantomdiebe konnten sie aufhalten. It's my turn to help out. Madchat. Now how do we cook them? Roger that. Hey, Futaba. We don't have much time left. Are you sure you could do this? The kitty talked? Is this a dream? I'm going back to sleep.
It is not a dream! Get up! Say something! Right. Now hurry it up! I guess it doesn't matter. Let's get cracking! You're just tapping away over there. Are you sure this will work? Hey, Futaba! I don't think she can hear me. Talk about intense concentration. This place is so messy. I'm surprised she could focus at all. Futaba, you should really clean your room a bit. She's not listening. Oh well. Just waiting around is boring. Let's clean the place up. It looks a little better now, don't you think? Well, Futaba, we're done on our end. Are you finished yet? She can't hear a word I'm saying. Guess we'll just have to keep waiting. I'm done! What's up? Something happened? It's finished. Finished? What is? It's so clean! Why? We cleaned it. Anyway, is it true? Did you really take care of Medjed? I handled them, and someone else handled my room. I don't understand, but this is good. Futaba? Hey, Futaba, what's wrong? She's sleeping. Well, it looks like it's been taken care of. I guess we should get home and sleep too. Ich habe gehört, dass jemand die Kontrolle über die Server der Banken übernommen hat. Das kann unmöglich stimmen, oder? Das kann nicht sein. Ich habe Angst, was passiert jetzt? Greift die Polizei denn nicht ein? Sie ignorieren es ernsthaft? Ich glaube immer noch, dass die Phantomdiebe etwas unternehmen. Irgendwas. Futaba ist also wach? Super. Wurde Magic im Auge behalten? Und noch wichtiger, wie geht es Futaba? Sie schläft wieder. Echt? Sie muss wirklich erschöpft gewesen sein, aber das kann ich ihr nicht verübeln. Wenn Magic betroffen wäre, käme das sicher in den Nachrichten. Das sollte als Beweis ausreichen, dass auch wirklich alles erledigt ist. Warum sehen wir uns dann nicht zusammen die Nachrichten an? Sollen uns wie immer im LeBlanc treffen. Bis morgen. Ich weiß nicht, vielleicht bleiben wir heute besser einfach zu Hause. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal weiter bei Persona 5 und ciao.